Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe interessierte Gäste auf der Empore. Also, Herr Getschmann ist grundsätzlich für das verantwortlich, was er sagt. Er ist aber hier in diesem Haus nicht dafür verantwortlich, was andere, oder in dem Fall Sie, Herr Oberbürgermeister, daraus interpretieren bzw. ableiten. Herr Getschmann hat mit keiner Silbe hier in seinem Redebeitrag die Verwaltung direkt oder indirekt kritisiert, sondern hat hier in dem Fall eine politische Rede gestellt, die auch in einem politischen Kontext steht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir auf Grundlage Absatz 9 des Paragraphen 112 HGO hier diskutieren und entsprechend auch unter anderem Kritik üben. Dieser Absatz 9 der HGO, ich verlese ihn mal kurz, sagt nämlich Folgendes: Der Gemeindevorstand soll den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von 4 Monaten, den zusammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss innerhalb von 9 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und die Gemeindevertretung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unterrichten. Das ist für uns als Kastler-Linke hier die Diskussionsgrundlage. Und wir können tatsächlich nichts dafür, dass der letzte Beteiligungsbericht aus dem Jahr 2016 stammt. Das ist in der Tat kritikwürdig. Und dann insofern den Spieß umzudrehen und zu behaupten, wir würden hier auf Deutsch gesagt die Verwaltung malig machen, das ist Polemik, die hier in einem ganz falschen Kontext steht.